Bakayaro! Darenimono itendaya! Schiene! Cousin! Ja, herzlich willkommen zur Folge 14 meines Let's Plays. Dummerweise ist mal wieder einiges schiefgegangen. Ich durfte mal eben kurz zwei komplette Folgen wegwerfen, die ich schon aufgenommen hatte. Wegen technischen Problemen kann das Spiel nichts dafür, aber unsere Aufnahmetechnik und das Spiel kann was dafür, dass ich euch jetzt nicht die Anfangs-Cutscene von Chapter 6, die ihr am Ende der letzten Folge schon kurz hätte sehen können, hätte man weiterlaufen lassen, zeigen kann. Wir haben da allerdings nur 5 Sekunden drauf. Anyway, ich fasse es euch kurz zusammen. Wir haben gesehen, wie der Harutsuko heißt er, glaube ich, oder Hammer, irgendwas aussieht. Ende vom letzten. Ja klar, da fängt es wieder an. Ja, das ist neu. Und viel haben wir nicht verloren. Praktisch nur, wie das Foto noch gezeigt wurde, wie der aussieht. Und die Frage, was jetzt die Haruka mit so einem möchte. Dann gab es noch in der Cutscene die Frage, ob sie, also die Kyomi, auf die animatronische Monsterpuppe aufpasst. Also ihr habt nicht viel verpasst, aber ich kann es euch nicht zeigen. Das Ding hat halt einen Spielstand überschrieben. Und die wollen mich jetzt begleiten, alles gut. Also haben sie echt Mist gebaut. Jetzt nicht gucken, das spoilert schon ein bisschen, ist auch der Beweis, dass ich schon gespielt habe. Ich wollte es euch gar nicht offenlegen, aber ich muss euch ja erklären, woher dieser Continuity-Sprung kommt. Und jetzt ist halt dummerweise der letzte Spielstand. Also hier war eigentlich ein Spielstand. Und der wurde überschrieben, das heißt, das Scheißding speichert an bestimmten Stellen. Es legt nicht etwa dann neue Spielstände an, sondern, ja, egal. Wir werden es alle überleben und wir freuen uns auf eine schöne Folge. Lassen uns doch von sowas nicht den Spaß kaputt machen. Also, wir wissen, wie der Vater aussieht. Wir wissen, dass er als Hosto in Kamurocho arbeitet. So viel wissen wir. Und jetzt gehen wir quasi frohgemut in unser Apartment zurück. Und kriegen dann auch nochmal die Warnung, willst du noch offene Aufgaben erledigen? Das Schöne für euch ist, ich werde es ein paar Sachen schneller machen können, weil ich einfach weiß, was sich lohnt. Nachteil für mich ist, ich muss es so ehrlich sagen, dass ich insgesamt 2,5 Stunden schlichtweg verschwendet habe. Also erstmal mit der Aufnahme, bis man sich verkabelt hat. Dann das Einlesen, dann das Merken, ups, da passt was nicht. Die Fehlersuche, der Versuch, die Sachen zu retten. Ich meine, ich könnte euch das Pfeil zeigen, aber da ist also das Problem war, es ist überhaupt kein Spielsound aufgenommen worden, obwohl ich hier einen Aufschlag hatte. Das andere Problem war, ich habe gestottert. Also nicht ich, sondern die Aufnahme. War irgendwas völlig im Argen. Sorry, falsche Tür. Aber jetzt ist es auch gut. Kümmert uns jetzt nicht mehr. Joker. Ich schneide euch vielleicht ein paar Szenen, die sind ja aufgenommen, nur kein Ton drin. Schneide ich euch einfach rein. Vor einer Minute oder so. Dann wisst ihr jetzt im Nachhinein, was es war. Dass man mal das Foto von dem Vater, von dem Haruko gesehen hat. Hanuko. Ah ja, das ist der Justice-Typ da. Und der wird es wahrscheinlich auch wieder nach Tokio zurück expandieren oder wie auch immer. いや、桐生さんがカムロ町に行くってんなら、ちょっと思いついたよ。まあ、とにかくマサオたちにも桐生さんの事情は伝えとけよ。
So. Ich hatte so schöne Witze gerissen. Ruhe jetzt, das interessiert die Zuseher nicht. Eigentlich hätte ich es euch gar nicht sagen sollen. Aber so bin ich halt. Oh, ein Small Parcel. Was ist denn das? Wie schön. Genau. Ja, und jetzt halt nochmal die Warnung, wenn ich noch offene Sachen habe, wobei ich halt in der Nacht wahrscheinlich gar nicht alles erfüllen könnte, kann ich jetzt I should get some sleep machen. Schon wieder was anderes, oder? Tokio gegen Hiroshima. Und ich bin jetzt von diesen beiden Landeiern begleitet. Das wurde natürlich auch erklärt, warum die mitkommen. In dieser etwa, ja, nur fünfminütigen Cutscene, die euch jetzt halt fehlt.街中でタバコはダメだ。は?今時は東京のどこ行っても歩きタバコはできなくなってるんでな。お、そうなんですかよ。俺らに恥かかせないでくださいよ、頭。クソガキが。なら、タツカを探す前に一服するか?近くにアルプスって喫茶店がある。 わざわざ喫茶店でタバコですかい?せっかく天下の歌舞伎町に来たんじゃけ。女とお酒やれる店でも行きましょう。何言ってんすか、頭。遊びに来たんじゃねえんだから。そう。 Was soll das heißen? Cecil Café, das wäre ein Starbucks eigentlich. Stubber. So. Jetzt warum bleiben wir stehen? Ach. Die Landeier. Es geht hier wieder irgendwie Troubler los, will ich aber eigentlich gar nicht wissen. Nee, Leute. Aber natürlich, wenn man das jetzt rein privat spielen würde und hätte Lust, nicht wieder in die falsche Richtung zu rennen, dann würde man sich das natürlich jetzt geben. Hey! Travel 5 kilometers by dashing. Ruhe. Ja, so ist das halt. Ah, die geht schon weg. Die weiß schon, was ihr blüht. So. Oh, der erste Kampf der Folge. Moment, gleich mal bewaffnen. Ha, da, da, da. So. Ah ja, die helfen mir jetzt. Das ist natürlich super. Da werden die Kämpfe noch einfacher. Na, da macht das natürlich Spaß. Oh, da habe ich Friendly Beating gemacht. So kleiner Nasenstüber zum Abschluss. Naja, hat es nicht viel gebracht. Apropos, wie viel Geld habe ich eigentlich? 32.000, das ist nicht wirklich viel. Das ist so eine kleine Kritik. Bislang, außer die Schlägereien, habe ich eigentlich nichts, wo ich irgendwie Geld mitmachen kann. Also das ist so ein bisschen verbesserungswürdig, finde ich. Genau, das ist das Café. Grissini. Das gibt es auch in München. Gab es zumindest mal. Hier ist der Donkey. Ah, da kann ich mir ja gleich ein paar Sachen kaufen. Also dieser Troubler nervt.
wenn er in dieser Frequenz kommt. So. Ach, die Nebenmission habe ich ja noch. Ich wollte mir jetzt eigentlich nur dieses Toughness Z da kaufen. Aber ich habe das ja schon mal gemacht für die Viertelstunde. Und das ist es gar nicht hier, sondern muss man in die Sega-Halle gehen. Na, aber immerhin ist dann meine zweite Stunde ein bisschen anders. Also das zweite Durchspielen desselben. Werde ich das ein bisschen machen. Da habt ihr nichts dagegen, oder? So nebenher. Ja, ja, jetzt Club Sega, genau. Aber ich wollte doch noch hier ein bisschen kaufen und ein bisschen was zu essen. Weiß zwar nicht, wie er sich das unterwegs zubereitet. Das kostet mich gleich die Hälfte meiner Barschaft. Was ist denn das so teuer, das hier? Ja, aber es tut mir leid. Man braucht es halt doch. So. Dann gehen wir mal in das Café Atlas rüber. Ne, nicht Café Atlas, Café. Wie hieß es? Alps. Ja, ist durchaus. Alpen, Atlas, alles Bergnamen. Ne, da geht's in den nicht vorhandenen zweiten Stock hoch. Den gibt es ja wirklich an der Stelle, ist aber wesentlich größer, natürlich voller. Das sieht auch ungefähr so aus wie im echten Kapugicho. Hier geht es dann links so, ja, im Prinzip in die Stadt rein mehr. Das heißt nach Norden. Also hier ist tatsächlich Norden in Wahrheit, wenn man da runter, also circa. So, aber da halten sie sich nicht immer dran. Also zum Beispiel in Osaka haben sie auch die Dotonbori Street, haben sie so um 90 Grad gedreht. Aus irgendwelchen Gründen. Achso, ich muss ja gar nicht so weit laufen. Übrigens, dass ich wundere, dass ich mich so oft verlaufe. Das liegt letzten Endes daran, dass alles viel kleiner ist, als es von der Karte her wirkt. Das ist es, glaube ich. Ja. Und es liegt auch an meinen Orientierungsschwierigkeiten. Das gebe ich offen zu. Ja, das ist aber auch wirklich so. Also 1000 N oder auch 1500, ich habe auch schon 1900 N für einen Filterkaffee, allerdings in einem schönen Ambiente, mit einem Glas Leitungswasser dazu und einem Keks. Das kann euch schon passieren in Japan. Und da ist da nichts sonst. Das ist einfach ein, ihr zahlt fürs Ambiente, wenn das dann an der Shibuya Crossing im ersten Stock ist, aber auch an anderen Stellen. Erstaunlich teuer. Ich bin da schon aufgestanden, bin gegangen. Hab gesagt, oh sorry, I forgot about an appointment. Ja, ja, du hast gerade unsere Getränkekarte studiert und dann ist das Appointment eingefallen. Ja, aber alles höflich bleibend. Weil ich zahle nicht 15, in meinem Fall waren es glaube ich wirklich 15 Euro für einen Kaffee, den ich hätte zahlen sollen. Und ich wollte einen Kaffee, ich hätte auch, was weiß ich, einen Orangensaft, der war vergleichsweise günstig mit 6 Euro oder so. Und jetzt kommen hier die Landeier und fallen vom Glauben ab. So, und jetzt habe ich natürlich drüber geschwätzt. Hier sah man auch nochmal den Dings, den wir suchen. Der ja als Hosto arbeitet. Aber ihr habt sicherlich... Ja, da sieht man es rechts, rechts, rechts. Schaut hin. Da, da, da. Das ist der Gesuchte, der quasi der Vater ist von der Haruka. Zu meinem großen Entsetzen übrigens. Was macht die denn für Sachen? So einem Hosto-Schnösel. Und den suchen wir jetzt in dieser Folge. Ich darf euch verraten, wir, vor allem wenn ich jetzt noch ein bisschen Nebenmissionen mache, kommen wir wahrscheinlich in dieser Folge nicht bis zu... Also, ja. Nicht mal ansatzweise. Ja. Genau, das machen wir jetzt. Ja. Genau, der Stardust-Club. Stardust. Also ihr könnt jederzeit Japanisch sprechen, dadurch, dass an englischen Begriff ein O dranhängt. Das ist wirklich so. Das war jetzt mit dem Let's Preo, war das wahrscheinlich nicht mal so falsch vor zwei Ausgaben, als ich euch Japanisch begrüßt habe. Ah, die wollte doch angerempelt werden. Aber was ich schön finde, ist, dass hier noch alles umgeschmissen ist von mir, anscheinend. So. Ja, hier ist schon ein bisschen mehr los als in Hiroshima. Du
Und wer sich wundert, was in diesen Straßen steht, das ist oft einfach der Straßenname, also diese Lettern auf dem Boden. ちょっと待ってください。ユータのやつが。すみません。俺ちょっとコンビニ行ってきます。あれやパフェで腹壊したんじゃ。浮かれてナレモン食うけそうなるんじゃ。コンビニのトイレ借りに行ったってことか。しゃあない。わしらも行きましょう。 So, Popo ist nichts Unanständiges. Allerdings die Cutscene, weil das ist eine Story-Cutscene, wird eklig, finde ich. Popo ist einfach ein Kombini. Also gibt es natürlich in echt nicht, aber so die Einrichtung ist natürlich sehr wie in echt. Kopierer, Bezahlmaschine für Tickets und so, Rechnungen. Ein ATM. Im Gegensatz zu Banken funktionieren die meistens auch 24 Stunden, zumindest die von 7-Eleven. Das habe ich bestimmt schon erzählt. Also wenn ich in diesem Let's Play dann in einem früheren, die Bankautomaten an Banken machen oft tatsächlich Feierabend oder sind am Wochenende nicht zu erreichen. Wahrscheinlich aus Einbruchs- oder Diebstahlsgründen, keine Ahnung warum. これちょっと見てください。うん。登場会の六代目が無所に入るって書いてありますが。何？控訴棄却。これから無所に入れられるってことか。どうしますか？この方たち兄貴の仲間なんじゃろ。どうするも何も。 俺はもう登場会の人間じゃねえんだ。じゃけど登場会のトップが無所行ってしもうたら、あの染谷チューンが余計力つけるんじゃ。どうしたら兄貴、あいつまたキヨちゃんさらいに来るんで。何してもらうが、もう登場会の中のことに口出す立場じゃねえ。もういい加減にしてください。警察呼びますよ。くそ。 分かった、もういい。いい、フィンス、行ってください。頼んます。どこかトイレのあるとこに。ああ、スターダストはこの店出てすぐだ。そこで借りればいい。なんすかそれ、もっと早く行ってくださいよ。わかりました。じゃあ俺ちょっと先に行きますんで。あのバカタレ、兄貴に礼の一つも言えんのか。恥かかせよって。 So, halt. Jetzt? Ach, wir waren ja gerade erst einkaufen. Müssen wir nicht schon wieder machen. Das ist ganz ungewohnt. Man kann überall einkaufen. Anders als in den letzten Folgen, wo ich ja da einige Probleme mit hatte. Wobei ich muss sagen, also ich bin jetzt wieder richtig gehookt. Ja, also der ist doch nicht an mir hängen geblieben. Das ist doch hier... Eine Hängenbleib-Trefferbox, die viel zu groß ist. Da ist der Stardust. Ich bin echt wieder gehookt. Also so diese Sache gerade fand ich ehrlich gesagt fremdschämdämlich. Aber so generell die Story mit der Haruka und diesem komischen Hostovater. Jetzt endlich wieder in Tokio zurück. Also freue mich, dass es doch noch durch eure werten Spenden einige Folgen gibt. トイレ貸してくれるくらいいいじゃねえか。おい、俺はキリュウってもんだ。オーナーの和樹か店長のユウヤ、どっちか呼んでもらえねえか。古い馴染みなんだが。和樹、ユウヤ、うちにそんな奴はいねえな。何？いいからとっとと。Also man könnte vermutlich jetzt hören, dass der einen koreanischen Akzent hat, weil das ist ein Koreaner. Was ich weiß, weil ich schon mal gespielt habe. Aber ich höre das nicht. Für mich hört sich Koreanisch auch wirklich Japanisch an. Also ich kann das nicht auseinanderhalten. Klar, wenn man mir sagt, das ist ein Japaner, das ist ein Koreaner oder einer von beiden. Und dann höre ich zu, ob ich Worte erkennen kann. Aber die Sprachmelodie ist erstaunlich ähnlich. Die Schrift ist eine total andere. Hallo, Kiryu-san, das ist ja. Ich bin Haruka. Korrede, du das.
Omae, Yuya ka? Yuya? Soia, saki, aniki. Muss ich den kennen? Yuya o yobet. Stardust no tenchou deshita. Stardust. Ima wa mite no tori no Riiman desu kedo ne. Omae, Stardust yameta no ka? Demo nara nande konna tokoro ni? Kiryu no aniki. O? Ah. 大丈夫か、ユータ? トイレを… Oh. So. Trigger Warning. Wenn ihr Probleme mit gebratenem Fleisch habt, dann wird es jetzt vielleicht nicht so gut für euch in zwei Minuten. ええ、そう思ってて、もらってて結構っすよ。ユウヤ、二人は広島の組の人間でな、いろいろ世話になってる。ええ、それより、さっきのはるかちゃんの話ですけど、本当に子供産んでたんですか？子供？ああ、そうだろうな。 その赤ん坊の父親ってのがこいつらしいんだ。カムロ町でホストになったらしくてな。名前はタツカ。スターダストでお前らに聞いて何かわかると思ったんだが、見覚えは？見覚えありますね。本当っすか？ 俺が店辞める前は確かにスターダストにいました。おお、さすが兄貴じゃ。いきなり見つけてもうたの。ただ今も働いているかは分かりません。スターダストは前とはだいぶ変わりましたから。俺が辞めたのはともかく、和樹さんももうあの店のオーナーじゃなくなってるんです。和樹さんってのも桐生の兄貴のお知り合いで。はあ。 もう随分会ってないかな。カズキにもユウヤにも、俺はカムロ町で何かある度に世話になってた。スターダストに何があったんだユウヤ。あの店はお前らがいてこその場所だったはずだ。正直な話、ホストクラブもキャバクラもこの街の風俗自体マンネリで客足が鈍り始めてました。 そこに来て、東上界と中国マフィアの抗争です。カズキさんも俺もいろいろ頑張ったんですけどね。赤字経営が続いてました。ところが今年の初め頃です。どういうわけか、韓国の連中が急に金を持つようになって、その札びら切って、カムロ町中のめぼしい店、根こそぎ買収してきたんです。スターダストも、結局その勢いに飲まれる形で。 韓国人がスターダストを買い取ったのか。ええ。しかもその時は知らなかったんですけど、その韓国人たちの裏の顔はジンゴンハでした。何？なんじゃ？ジンゴンハッチュ。ジンゴンハッチュ。韓国のマフィアだ。 Sagen wir, die chinesische Triadenabteilung, wir haben die verschiedenen Yakuza-Clans. Jetzt haben wir noch die Koreaner. Na super. Die italienische Mafia bzw. Natratea. Na, ich kann es nicht aufhören. Fehlt. Nein, ich kann es nicht aufhören. 達川のやつ、総合な店でホストなど続けられるんかの？もうやめとるんじゃないか？いや、でも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 、
俺は今ホスト時代の客のコネ使って小さな会社の営業職やってます。慣れない仕事で一からやり直しですけど、元ホストがこの年で職にありつけただけでもマシですかね。だから今日、ただそうは言っても今のカムロ町の構想が終わらねえ限りは動かないでしょうけど。そうか。お前カズキが店を買い戻したらまたスターダストに戻る気なんだな。そんなの当たり前じゃないですか。カズキさんの片腕になれる男なんて俺以外にいませんから。ならお前がさっき言ったセリフそっくり返すぜ。俺の言ったセリフ？お前も相変わらずだってことさ。いや。おい、あいつさっきホストクラブでユータを追い出しとったやつじゃ。いやあ、結構ですね、焼肉。Die Hosto-Version von Roy Batty aus Blade Runner. この店のはまた格別でしょ。Nur mit offener Brust. Übrigens, dieses Steppverfahren für Ledersofas ist gar nicht mehr so in, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt so tragen muss. Auf jeden Fall ist das der neue Club Stardusto Presidento. せっかく店までお越しいただいたお客様を。Ich hatte euch gewarnt。このバカが追い返してしまったと聞きましたね。なんじゃこれ。Guten Appetit。So sind sie, die koreanischen Mafiosis。つきましては、埋め合わせをさせていただけませんか。キリュウ・カズマさん。先日カムロ町にいらしてたと聞いていましたが、本当にこうやってお会いできるとは光栄です。Um genau zu sein, sind wir erst seit gerade da. スターダストまでお運び願います。店をあげておもてなしさせていただきたい。Da wieder da. 随分強引な野郎だな。あんたとは初対面だが。私はあなたの熱烈なファンだったものですから、行けませんか？望むところだ。こっちもお前らに聞きたいことがあるんだな。ほう。おう、そうじゃ。踊れるの店に立川ユンがおるじゃろうが。わしらはそいつに用があるんじゃ。なんであれ構いませんよ。では、私の招待を受けていただけるということで。よろしいですね。ああ、すぐに行く。スターダストで待っててもらおうか。Dass es nicht der reine Fanboy ist, ahnen wir, oder? Kann man so ein bisschen an diesen Zornesfalten, während er nette Dinge sagt, zwischen den Augenbrauen erkennen, finde ich. キリュウさん、さっきのあいつ、ジンゴン派です。スターダストを買い取ったのもあいつで。はあ。本当に奴の誘いに乗るんすか？いや。Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich habe nämlich noch was vor, und zwar diese, das habe ich nämlich ganz vergessen, dieses Mädchen da mit dem Haruka-Dings auszustatten. Haben wir dafür noch Zeit? Ja. Exakt.
halbe Stunde möchte ich mich schon jetzt mehr dran orientieren, dass ich immer 40, 45 werden oder gar noch länger. Gerade wenn man dann, oh, das regt mich so auf immer noch, sorry, völlig umsonst spielt. Und ich versuche natürlich auch nicht dieselben Witzchen zu reißen oder neue Sachen zu erzählen, auch ein bisschen anders zu spielen, weil Cutscenes kann ich das nicht. Aber also generell finde ich, kommt gerade die Story echt in Fahrt. Und man kann ja gleichzeitig immer noch wahnsinnig viele Sachen machen. Also diverse Sachen, die wir noch gar nicht gesehen haben. Teils, weil es sich nicht ergeben hat, teils, weil ich es auch nicht machen wollte, um nicht mich zu sehr zu verzetteln. Halt Sachen, die ich schon kannte von der Preview-Version. So, und jetzt gucken wir mal. Ich soll jetzt zu dem Sega-Teil gehen. Das ist hier. Genau. Und dann werde ich, wenn ich mich recht entsinne, wie gesagt, das habe ich in der Preview schon mal gespielt, vor Monaten, dann werde ich ja auch nochmal, glaube ich, zu einem Pfandladen, glaube ich, geschickt. Und da kriege ich das Spiel und dann habe ich die Mission gelöst. Ja, ist schon schön jetzt mit Begleitung. Also irgendwie hat das was. Es sind zwar keinerlei Gegner gerade da, aber... Da freue ich mich doch drauf. Menacing Men. Das klingt immer extra dämlich. Aber der hat einen Hammer in der Hand. Moment, den holen wir uns. Das ist ja fast noch besser als ein Fahrrad, aber nur fast. Ich muss mal dran denken, diese kurz... Das war's schon? Diese kurz... den behalten wir. Geht wahrscheinlich nicht. Diese Kurz-Spezialangriffe über Dreieck zu machen. Aber was wollte ich sagen? Genau, es hört sich immer extra doof an, aber es hat ein bisschen einen Hintergrund. Im Japanischen werden Leute oft nicht... Ruhe, das geht ja hier Schlag auf Schlag. Mit ihrem Namen genannt, sondern mit ihrer Funktion, was sie gerade machen, was sie als Beruf haben. Also, keine Ahnung, ich glaube, Chisan ist Arzt, dann sagt man eben Chisan-san. Chisan. Ah, ich möchte euch nichts hier. Und, oder oftmals auch in der Kombination mit Jin. Das heißt einfach Mensch. Also Nihonjin ist der Japaner oder die Japanerin. Oder Deutschjin ist der Deutsche. Und darum hört sich das nicht, vermute ich zumindest, hört sich das nicht ganz so lächerlich an im japanischen Original, wenn er dauernd Menacing Man oder Troublesome Min oder so kommt. Das ist einfach die Beschreibung. Und wir würden sagen Unruhestifter im Deutschen, das, was sich da nicht so dumm anhören würde, aber da ist halt die Übersetzung im Englischen ein bisschen komisch. Der hat aber viele Ohrringe. Ja, du bist ja ein Käpsele. Okay, jetzt sind es ein bisschen viele, ha? Aniki. Ja genau, das ist ja eigentlich der Chef von denen. Naja, ich glaube, da lohnt es sich jetzt mal, in den Heat-Modus zu schalten und erstmal ein bisschen aufzuräumen. Und ich kann im Heat-Modus... Komm, mach mal hin. Kann ich nämlich auch... Komm her! Jawohl. Was ist das denn? Was ist denn das? Da hat irgendeiner geschossen. Jetzt ist das Moped weg. Also, ich bin echt... der große Heat-Verschwender. Also, es ist ja nicht zu fassen. Okay, ich glaube, ich brauche... Wenn ich kein Moped kriege, jetzt bin ich hier ganz dumm. Eingequetscht. Also, sag mal, keine Angst, ich habe erst eingekauft. Aber dann hole ich mir halt andere erfolgsversprechende Waffen. Seht ihr? So geht das. So.
Und die nächste. Eigentlich, die haben halt keine Ahnung. Ist halt so, wenn sie aus Korea kommen und glauben, uns in Japan hier was sagen zu können, haben einfach keine Ahnung, dass man sich mit einem Yakuza wie mir nicht streitet, wenn man Fahrrädern ernährt. Moment. Nicht, dass wir hier drauf gehen. Ja, da reicht das Kleine. Zwei. So, wo ist das nächste Fahrrad? Aber ich habe wieder so mein Heat verschwendet. Ich komme jetzt auch nicht weg. Ich versuche es die ganze Zeit. Aber jetzt. Genau. Und ich bin ja... Das ist die falsche Richtung, Herr Langer. Also ich stelle mich echt dumm an gerade. So schlecht habe ich lange nicht mehr gekämpft. Die sind gar nicht so stark. Ich habe den Kampf ja schon gemacht. Das war kein Piece of Cake, aber ich hatte überhaupt nicht die Probleme. Das ist oft so. Vorführeffekt, wenn man das eigentlich schon kennt. So. Und das nächste. Aber jetzt. Das war ein neuer Angriff. Ich habe es noch nicht getroffen damit, aber... Ich schwöre euch, ich hatte nicht ansatzweise diese Probleme beim ersten Versuch. Naja. Okay. Aber jetzt sind wir doch schon wieder ein paar Minütchen unterwegs. Und darum erfahrt ihr, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bye, bye.